Herzlich willkommen bei Twinbush. Es gibt eine neue Folge Tipps und Tricks. Speziell heute zum Thema Hebebühne manuelle Sicherheitsverriegelung. Die befindet sich in der Säule im Hubschlitten. Also hier sieht man einen Teil der Sicherheitsraste, welche am Hubschlitten montiert ist. Ich habe mal hier ein Modell ausgebaut, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Die Sicherheitsraste hat eine Einstellschraube. Was man da jetzt genau einstellen kann, würde ich euch jetzt erklären. Am besten zeige ich euch mal, wenn es falsch eingestellt ist, was die Ursache dann ist und wie man es behebt. Idealerweise solltet ihr Raste beim nach oben fahren stufenweise in die vorgesehene Rastportion einrasten. Ich fahre jetzt mal hoch. Das macht sie. So. Zum Ablassen zieht man an der Leine am Regungsseil. Die Drehfalle gibt die Sicherheitsraste frei und beim Ablassen sollte die Raste auch frei bleiben. In diesem Fall klappt die Raste zurück in die Sperrposition, weil die Drehfalle nicht die Raste offen hält beim Ablassen. Jetzt fährt man wieder ein Stückchen hoch, regelt, hält dabei das Seil fest, fährt in die Position, dass man an die Einstellschraube drankommt. In dem speziellen Fall, wenn die Raste immer wieder erneut zurückklappt, liegt es daran, dass diese Schraube zu weit rausgedreht ist. Die muss jetzt etwas weiter zurückgedreht werden. Jetzt habe ich das mal andersrum eingestellt. Die andere Problematik, die entstehen kann, ist, man entriegelt die Hebebühne am Seil. Und beim erneuten nach oben fahren sollte sich eigentlich die Drehfalle rumklappen, rumdrehen und die Raste wieder der Möglichkeit geben, dass sie einrastet. In diesem Fall klappt nichts rum. Die Raste wäre jetzt perfekt eingestellt, sprich beim Ziehen am Seil dreht sich die Drehfalle bis zum Anschlag. Somit kann man die Bühne perfekt ablassen, ohne dass sie zurück rumklappt. Und beim Hochfahren klappt das Ganze wieder rum und rastet erneut ein. Wenn die Raste perfekt eingestellt ist, kann sich trotzdem das Verhalten der Raste etwas ändern, wenn zum Beispiel die Hebebühne innen gut geschmiert wird. Dadurch, dass dieses Teil hier dann in dem Bereich läuft, wo auch die Hebebühne geschmiert wurde, ändert sich auch ein bisschen die Reibung an diesem Bauteil. Dadurch kann sich auch das Verhalten der Sicherheitsraste etwas ändern, wo man dann hier über die Einstellschraube ein bisschen was nachjustiert.